herzlich willkommen und servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich besuche heute einen der Gründungsmitglieder des Ballesterers, dem Magazin zur offensiven Erweiterung des Fußballhorizonts. Eigentlich wollte ich mit Klaus Federmeier über den Fußball in Belgien sprechen, denn dort gibt es das, was es im europäischen Fußball immer seltener gibt, eine echte Überraschung in der Meisterschaft. Und zwar nicht wie in Deutschland oder Österreich in der zweiten Liga, nein, tatsächlich in der höchsten Liga. Dort sieht im Moment alles danach aus, als könnte der Aufsteiger Union St. Gilloise Meister werden. Doch was soll ich euch sagen? Wir haben uns natürlich erstmal ausführlich über die Entstehung und die aktuelle Situation des wunderbaren Ballesterers unterhalten. Und solltet ihr das unabhängige und aus meiner Sicht weltbeste Fußballmagazin noch nicht bestellt haben, dann lege ich euch das sehr ans Herz. Alles rund um das Magazin gibt es in den folgenden 60 Minuten und im zweiten Teil, der in wenigen Tagen folgt, reise ich dann gemeinsam mit Klaus nach Belgien. In einer Nische gegründet, kontinuierlich größer geworden, das ist der Ballesterer. In 22 Jahren und 170 Ausgaben wurde aus einem Fanzine ein respektiertes Fußballmagazin, das seine Unabhängigkeit bis heute gewahrt hat. Zum großen Team an Journalistinnen und Journalisten, die gemeinsam mit der Chefredaktion um Jakob Rosenberg und Nicole Selmer für den fantastischen Magazininhalt verantwortlich sind, zählt Klaus Federmeier. Der Volkswirtschaftler scheint sein Fußballherz in Belgien verloren zu haben. Und so sprechen wir heute über die aktuelle Überraschungsmannschaft in der ersten belgischen Liga und das weltbeste Fußballmagazin. Glück auf und Servus Klaus. Servus, danke für das Lob, für die Vorschusslorbeeren. Ich freue mich riesig, dich im Podcast begrüßen zu dürfen und damit einer der Gründer des Ballesterers. Aber bevor wir zu diesem Fußballmagazin kommen, ganz kurz zu dir. Ich habe gelesen, du hast Volkswirtschaft bzw. Ökonomie studiert, kümmerst dich aktuell um solche Dinge wie den EU-Haushalt. Genau. Parallel schreibst du Texte für den Falter und den Ballesterer. Ist das so für dich eine perfekte Mischung? Am Tag die harten Finanzen und dann ja im Freizeit, im Ehrenamt, im Hobby den Journalismus? Ja, ein bisschen was muss ich da zurechtrücken. Und zwar habe ich seit vielen Jahren nicht mehr für den Falter geschrieben. Aktuell schreibe ich auch für den Ballesterer wenig. Aktuell heißt eigentlich in den letzten 4-5 Jahren. Das hat aber persönliche Gründe, einfach Familie und Beruf und dann noch ein doch eher aufwendiges Hobby. Und da ist dann nicht wahnsinnig viel Zeit zum Schreiben für den Ballesterer geblieben. Und schon gar nicht für den Falter. Allerdings möchte ich dann doch erwähnen, dass ich mehr als für den Falter für das sehr, sehr gute Wiener Straßenmagazin, also manche sagen Obdachlosenzeitung, für das Straßenmagazin Augustin auch immer wieder geschrieben habe. Und da hast du in einem Interview gesagt, dass du dir den Sportjournalismus gar nicht so vorstellen konntest, schon eher den Journalismus. Und da erlaube ich mir, etwas verwirrt zu sein. Wir sprechen heute über den fantastischen Ballesterer, dessen Gründung und an dem du maßgeblich beteiligt warst, und über den belgischen Fußball, der dich ganz offensichtlich begeistert oder interessiert. Und dann sagst du in einem Interview, dass du dir so den Sportjournalismus nicht so wirklich vorstellen konntest. Wie ist das zu erklären? Eigentlich war der ausschlaggebende Grund, warum der Ballesterer gegründet worden ist, war der, dass es einfach zumindest in den österreichischen Medien
damals, das war ungefähr im Jahr 2000, vorbereitet haben wir das schon 1999. Die Idee ist sozusagen aus dem letzten Jahrtausend ein Fußballmagazin zu machen. Und das haben wir eigentlich deshalb gemacht, weil das, was uns interessiert hat, das hat man eigentlich nirgends lesen können auf den Sportseiten diverser Magazine. Und ja, dann haben wir das halt selbst gemacht. Aber so klassische Sportzeitschriften, also jetzt so die Vorstellung, in Österreich gibt es ja auch praktisch keine Sportmagazine mehr. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, für den Kicker schreiben zu müssen, wie der letzte Spieltag so war, ja, das würde ich jetzt nicht besonders interessant finden. Wer hatte 1999 und warum diese Idee? Na gut, warum hast du eigentlich schon erklärt, weil du gesagt hast, das, was euch bewegt hat, war nicht zu lesen. Wer hatte dann die Idee gehabt? Ja, das war der Reinhard Grenhuber. Den kannte ich so, ja, es spielen da ein paar Zufälle zusammen. Reinhard Grenhuber ist ein paar Jahre jünger als ich, also so 4, 5 Jahre. Er kommt zufällig aus einem Nachbardorf von meinem Dorf in Oberösterreich. Und wir kannten uns halt aus dem mehr oder weniger dem einzigen Kulturzentrum, das es so im Bezirk gab. Und wir kannten uns nicht sehr gut sozusagen. Und dann ist eines Tages, als ich gerade mit meinem Studium seit kurzem fertig war, hat das Telefon geläutet und da war dieser Bekannte damals, mir Bekannte, nicht unbedingt ein Freund, sondern ein Bekannter, der Reinhard Grenhuber, und der hat gesagt: Du, ich habe von dir was im Falter gelesen, also in der Wiener Stadtzeitung Falter, wo es um Fußball ging. Und ich weiß, du interessierst dich ein bisschen für Fußball. Wollen wir nicht gemeinsam ein Fußballmagazin machen? Und meine spontane Reaktion war: Ja, warum nicht? Und dann haben wir das halt gemacht. 22 Jahre und 170 Ausgaben. Was macht für dich aktuell den Ballesterer aus? Warum ist es das weltbeste Fußballmagazin? Nein, das sage ja ich, das sage ja ihr nicht. Warum ist es ein Fußballmagazin, was diejenigen, die wirklich Interesse am Fußball haben, lesen sollten? Ich glaube, dass im Ballesterer halt Dinge drinnen stehen, die man woanders nicht liest. Und das ist für mich ganz grundsätzlich wesentlich für Zeitungen und Zeitschriften, weil heutzutage ja immer mehr die Gefahr besteht, dass alle alles ganz schnell publizieren. Und das ist dann tendenziell überall das Gleiche, weil man ja voneinander ganz schnell was abschreibt. Und das passiert im Ballesterer praktisch nicht, weil einfach die Autoren und Autorinnen in der Regel über ein Thema schreiben, das sie irgendwie, ich würde mal sagen, auch zumindest sehr interessiert, dem sie einfach näher auf den Grund gehen wollen oder dass sie irgendwie emotional berührt. Und da geht es dann nicht so sehr um Aktualität und schnell aufregende Sachen zu schreiben, die möglichst viele Klicks bekommen, sondern es geht einfach mehr um Hintergründe und Dinge, die man eben woanders nicht lesen kann. Wer auf der Internetseite des Ballesterer unter ballesterer.at ins Impressum schaut, wird dort finden, dass es Gesellschafter gibt. Dein Name taucht dort auf mit 34,29%. Was bedeutet das? Also welche Gesellschaftsform hat der Ballesterer gewählt? Ich glaube, das war ja, hat sich ja auch in den Jahren etwas geändert. Ja, genau, das hat sich irgendwann so ergeben. Man muss sich vorstellen, ganz am Anfang, da waren wir ja wirklich nur eine Handvoll Leute, eben der Reinhard Grenhuber, ich und noch, ich glaube,
3, 4 andere. Und das war tatsächlich so, dass wir in den Copyshop gegangen sind damals noch und irgendwie auch alles selbst gelayoutet und geschrieben haben. Und im Copyshop haben wir dann halt so, ich weiß nicht, 200, 300 Exemplare produziert. Und das haben wir dann privat halt, ich weiß sogar das erste Mal noch in Schilling gezahlt. Das waren halt so, das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, selbst wenn sie Österreicher sein sollten. Also Schilling war die alte Währung vor einem Euro. Also ich weiß natürlich, dass die meisten das schon wissen, aber zum Beispiel meine Kinder sind 8 und 12, die wissen, glaube ich, nicht, was Mark für eine Währung ist. Kleine. Wie viel hat das erste Heft gekostet? Wie viel Schilling? 20, glaube ich. 20 Schilling, also in Mark sozusagen 3 Mark und in Euro wären das so 1,30 oder so. Und wir haben das eben selbst, Reinhard und ich, haben wir halt so das Geld, das gar nicht so wenig war für uns, für die erste Ausgabe privat ausgezahlt, also hingelegt beim Copyshop. Und dann sind wir ja auch einfach selbst vor allem in Stadien gegangen und haben das eigenhändig verkauft. So wie man das ja auch, gibt es ja auch nicht mehr so besonders viel, wie man das mit Fanzines damals noch relativ häufig gemacht hat. Also Fanzines des jeweiligen Clubs. Und das war für uns dann halt so notwendig, mehr oder weniger einen Großteil dieser 200, 300 Stück auch zu verkaufen, damit wir halt nicht gleich bankrott gehen sozusagen. Und irgendwann, also das haben wir tatsächlich alles selbst gemacht, selbst geschrieben, selbst konzipiert. Wir hatten auch keine andere, keine Ahnung, Subventionen oder ähnliches, selbst kopiert und dann auch selbst im Stadion hauptsächlich verkauft. Zum Teil sind wir auch in Bars gegangen, wo wir wussten, dass Fußball interessiertes Publikum ist, und haben das dort verkauft. Und dann irgendwann ist das halt gewachsen und nicht nur die Anzahl der Leute, die mitgearbeitet haben am Ballesterer, ist gewachsen, sondern natürlich auch die Auflage. Und irgendwann haben wir das in der Druckerei produziert. Und es ist dann halt immer mehr das Problem aufgetaucht oder halt die Schwierigkeit, wenn man dann schon jedes Mal ein paar tausend Euro vorstrecken muss. Und wir haben leider nie so viel verdient, dass wir dann, also mit dem Ballesterer, dass wir sozusagen aus dem Polster von den früheren Ausgaben die neuen Druckereirechnungen bezahlen hätten können. Wenn das so ist, dann steht man halt irgendwann einmal vor dem Problem, dass man nicht so genau weiß, wie finanziert man diese immer größeren, vor allem Druckereikosten, nicht nur, aber hauptsächlich. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, einige Leute, die halt regelmäßig für den Ballesterer gearbeitet haben, also alles ehrenamtlich, die ersten, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre auf jeden Fall, haben wir beschlossen, wir gründen eine GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einfach damit jeder von uns einen Geldbetrag einlegt, das ist das Kapital, und aus dem, dann hat man einen gewissen Polster, mit dem man eben Rechnungen bezahlen kann. Und so ist es zu der GmbH gekommen. Und ja, warum das jetzt gerade, ich bin, glaube ich, tatsächlich der größte Gesellschafter, das hat sich halt so ergeben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt halt am meisten Geld zur Verfügung, offensichtlich. Ja, es ist nicht unbedingt aus meiner Sicht so, dass, was ich wollte, möglichst viel Anteile am Ballesterer zu besitzen, weil wir ja nie Gewinne ausgeschüttet haben oder ähnliches. War auch nicht das Ziel. Als ihr im März 2000 die erste Ausgabe produziert hat, war
ja einiges anders als heute. Der ÖFB-Teamchef war Otto Baric. Alaba war 7 Jahre alt und Zinedine Zidane war der große Star des Weltfußballs. Weißt du noch, was damals so die Themen der ersten Ausgabe waren? Ja, wir hatten lustigerweise, also du hast jetzt möglicherweise ein altes Ballesterer-Cover vor dir liegen, weil ich habe das natürlich im Kopf. Es gab die zweite oder dritte Ausgabe war in Grün und da war Otto Baric vorne drauf, der damalige österreichische Nationalteamchef. Ja, da. Lass mich überlegen, ja. Also es gab jedenfalls, kann ich mich erinnern, dass Zinedine Zidane hat einmal den von uns sozusagen gegründeten Sexy Football Award bekommen für eine bestimmte Aktion, die wiederum keine war, die zu einem Tor geführt hätte, sondern auch vielleicht ein bisschen, vor allem damals noch ballesterer-typisch, eine sehr ungewöhnliche Aktion in einem Spiel war, die aber dann irgendwie nichts war, die man nichts war, dass man halt so groß als eine klassische Tat eines Superstars abfeiern könnte. Aber ja, die Frage war, was haben wir damals so geschrieben? Alles, was uns tatsächlich so was uns halt gerade am Herzen gelegen ist. Das ist jetzt, 20 Jahre später oder über 20 Jahre später, ist das schon ein bisschen, natürlich versuchen wir jetzt mehr, es gibt auch viel mehr Leute, die mitarbeiten, versuchen wir mehr auch so bestimmte Themenbereiche abzudecken und auch geografisch mehr abzudecken. Aber damals haben wir einfach geschrieben, was uns gerade interessant und wichtig vorgekommen ist. Im April 2002, also zu eurem zweiten Geburtstag, habt ihr im Schellsee, also offensichtlich eine Wiener Lokalität, mit den Kollegen der 11 Freunde die Fanzine-Präsentationsparty gefeiert. Hintergrund war, dass die 11 Freunde ab diesem Zeitpunkt auch im Zeitschriftenhandel in Österreich verfügbar waren. Und kannst du dich an dieses Treffen erinnern? Ja, klar. Das war auch sehr lustig, weil wir ein Match auch veranstaltet haben, Ballesterer gegen 11 Freunde. Und wir hatten in der Nacht vorher war diese Party oder vielleicht was, ja, ich glaube tatsächlich der Abend vorher, haben dann Philipp Köster und Reinaldo Kodo war auch dabei und eben Reinhard Grenhuber und ich. Wir haben halt irgendwie so geplaudert und haben dann abgemacht, den Siegespreis des Matches, das am nächsten Tag stattfinden sollte. Und das war dann, dass der Sieger im jeweils anderen Magazin einen Spielbericht verfassen darf. Und wir haben natürlich gewonnen und durften dann sozusagen einen triumphalen Ballesterer-Sieg gegen die 11 Freunde in den 11 Freunden verkünden. Kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja. Und es muss auch eine, ja, besondere Party gewesen sein. Die Bilder, die verfügbar sind, zeigen dich mit einem grünen Basecap, einem grün-schwarzen Schal und einem Trikot von Jordan Lechkov. Die Kleidung musst du erklären. Ja, ich hatte das ist auch, das hatte ich schon vergessen, aber hier kann ich mich natürlich jetzt wieder erinnern. Ich hatte ein, wie war das? Wann war die Weltmeisterschaft, wo Bulgarien Deutschland aus der Weltmeisterschaft geschossen hat im Viertelfinale oder Semifinale, irgendwann in den 90er Jahren. Und damals war ich glaube sogar in Berlin und habe dort ein T-Shirt gekauft, wo vorne Stoichkov stand und hinten Lechkov. Und ich glaube, Stoichkov und Lechkov waren die beiden Torschützen gegen Deutschland. Und ja, das hat mir sehr gefallen. Ich habe mich damals sehr gefreut.
Und ich glaube, dass ich mir dann für diese Party sogar extra eine Letschkopf-Frisur schneiden habe lassen. Das hast du. Habe ich schon, oder? Ja. Ich sehe das nämlich jetzt nicht vor mir. Ja, genau. Und ja, das werden wahrscheinlich die wenigsten jetzt noch wissen. Jordan Letschkopf hatte so eine klassische Glatze, wo einem einfach die Haare schon ausgefallen sind und dann ist noch so ein Kranz sozusagen am Hinterkopf und vorne ist eben aber noch so ein kleines Büschel Haare stehen So ein geblieben und Hoffnungsbüschel, ja. ein Hoffnungsbüschel, genau. Und das habe ich dann natürlich mir extra für die Party machen lassen und den Letschkopf ausgetragen sozusagen. Du hast schon gesagt, dass du aktuell nicht mehr so viele Texte schreibst. Trotzdem bist du eine ganz wichtige Säule im Ballesterer-Team. Was ist aktuell deine Schwerpunktaufgabe? Meine Schwerpunktaufgabe ist aktuell der Ballesterer Supporters Club. Das ist sozusagen das ist ein Ergebnis unserer Kampagne, die wir vor einigen Jahren gestartet haben, also genau genommen 2020. Zu einem Zeitpunkt, als es finanziell besonders schlecht stand um den Ballesterer und die Supporters. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, das wir erfunden haben. Vielleicht genau in der Form gibt es das möglicherweise kein zweites Mal. Aber die Ballesterer Supporters, das sind im Wesentlichen Leute, oftmals sind es Abonnentinnen oder Abonnenten, die in der Situation, wo wir in finanziellen Schwierigkeiten waren, einen Beitrag leisten wollten, also das haben wir halt angeboten. Der Hauptbeitrag ist tatsächlich ein finanzieller, also mindestens 12 € im Monat. Die Idee ist ein bisschen, dass wir von den Schwierigkeiten und Schwankungen des Inseratengeschäfts ein bisschen unabhängiger werden, dadurch, dass wir nicht nur Abonnenten haben und Abonnentinnen, sondern auch Leute, die darüber hinaus noch was beitragen wollen und können, dass die bald Mitglied im Ballesterer Supporters Club werden und uns regelmäßig unterstützen. Ja, und da ist es halt so, man im Wesentlichen eben gibt es diesen monatlichen Beitrag und ich versuche halt die Leute auch ein bisschen, sozusagen nicht ich alleine, sondern gemeinsam mit Moritz Ablinger, die Leute ein bisschen, die Supporters ein bisschen quasi zu unterhalten, so gut es geht. Also wir haben zum Beispiel einmal eine Veranstaltung gemacht, wo wir einen Spaziergang auf der Hohen Warte in Wien gemacht haben, ein legendäres Fußballstadion, das immer noch bespielt wird, die angeblich größte Naturarena Europas, sagt man, wo auch bis zu, ich glaube, 70.000 Zuschauer waren in den besten Zeiten. Und das ist nur so ein Beispiel. Da konnten die, das haben wir halt exklusiv für die Supporters gemacht. Das ist jetzt quasi einfach so ein Goodie, sowas muss man dann halt auch organisieren. Das heißt, als Supporter kauft man nichts ein, sondern man ist wirklich Unterstützer und wir schauen halt, dass wir ein bisschen etwas zurückgeben, dieser Supporters-Community, was ehrlich gesagt eh nicht sehr viel ist. Und also ihr stellt dann auch einzelne Supporter regelmäßig oder in jedem Heft wird eine Supporterin oder ein Supporter vorgestellt, dass die im Prinzip auch ja bekannt werden, was die Hintergründe ihres Engagements sind. Aber der Grund, das hast du gesagt, war die Kampagne Ballester brennt vor 2 Jahren. Nun mu muss ich schon sagen, dass ich fand, dass die sehr große Aufmerksamkeit erzeugt hat. Also das war tatsächlich bei allen, die sich so ein bisschen mit dem Fußball über die reine Ergebnismitteilung hinaus beschäftigen, war das überall ein Thema bei denjenigen. War das richtig und wichtig und habt ihr die Ziele, die ihr mit Ballesterer brennt, also wachzurütteln, zu sagen, wir brauchen, wenn es dieses unabhängige und einzigste unabhängige Fußballmagazin in Österreich,
weitergeben, sondern brauchen wir eure Unterstützung. Hat das funktioniert und sagst du jetzt, 2 Jahre später, wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir sind wirklich auf einem guten Weg? Also erstens, es ist ganz sicher so, dass es den Ballesterer nicht mehr geben würde ohne die Kampagne. Also das ist ganz zweifellos so, außer wenn irgendjemand aufgetreten wäre und gesagt hätte, hier habt ihr 100.000 Euro, macht weiter. das war aber nicht der Fall. Und deshalb haben wir war tatsächlich die Kampagne überlebensnotwendig und sie hat auch, finde ich, sehr gut funktioniert, wenn man bedenkt, dass sie halt eigentlich durchwegs nur ehrenamtlich vorbereitet wurde und durchgeführt wurde. Und das, da muss man sagen, da haben wir auch ein bisschen Glück mit dem Timing gehabt, weil wir 3 Monate vor Corona beschlossen haben, eine Kampagne zu starten, eine Rettungskampagne für den Ballesterer, die hieß Ballesterer brennt. Und mit Corona war es dann so, dass viele andere auch sehr respektable Projekte aus verschiedensten Bereichen halt bekannterweise auch Probleme gekriegt haben aus anderen Gründen. Und da gab es plötzlich viele Kampagnen, die so ein bisschen versucht haben, an das Herz der Menschen zu appellieren. Und wir, was uns sehr gut gelungen ist oder was uns auch sehr gefreut hat, das ist, dass tatsächlich sich die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten sehr stark erhöht hat. Also ich glaube, fast verdoppelt. Und das ist etwas, was, glaube ich, den Leuten auch nicht so bewusst ist, wie wichtig das ist für ein Magazin. Einfach deshalb, weil man das, erstens, man kriegt das Geld im Voraus und der Betrag, der für den Einzelnen nicht wahnsinnig viel ist, der summiert sich natürlich ganz gut und man kann sehr gut kalkulieren damit, einfach weil man ungefähr weiß, wie viele Abonnenten und Abonnentinnen weiter verlängern werden, wie viele aussteigen werden und wie viele neue man in etwa gewinnen kann in einem normalen Jahr. Und dadurch war das, das war ein großer Erfolg, meiner Meinung nach, dass wir das eben fast verdoppelt haben. Ich weiß die genauen Zahlen jetzt gar nicht, aber es war ein sehr großes Plus. Bei den Supporters haben wir eigentlich das Ziel gehabt, ich glaube, 400 zu erreichen. Das haben wir nicht geschafft. Da sind wir, glaube ich, etwas unter der Hälfte geblieben. Aber das ist dafür halt auch etwas Langfristiges, wo die meisten Leute auch dabei bleiben, wenn sie, solange sie sich noch leisten können. Wobei muss man sagen, bei den Abos ist es ähnlich. Es gibt nicht so viele Leute, die halt ein Abo dann auslaufen lassen oder abbestellen. Ja, ihr habt im Prinzip 3 Optionen, ne? Dieses jährliche Abo, dann 3-Jahres-Abo und man kann sogar ein lebenslanges Abo buchen. All das, alle Informationen gibt es unter ballesterer.at und dort findet ihr auch diesen Supporters-Bereich, wo ausführlich dargestellt sind, die Namen derjenigen, die das wollten, auch aufgeführt sind und bekommt dort einen entsprechenden Eindruck über das, was damit verbunden ist. Und ja. Du hast gesagt, dass es erfolgreich war und dass es zu einem guten Zeitpunkt war. Was braucht es denn, um sagen zu können, ja gut, absolute Sicherheit gibt es nicht, das ist vielleicht Quatsch, aber was braucht es so grundsätzlich, um dem Ballesterer eine langfristige Perspektive zu geben? Also ihr habt ja jetzt, es gibt jetzt einen Podcast, ihr habt einen Podcast gemacht als Ballesterer, ihr habt die Bibliothek wirklich, also sensationell, ein Werk zum Wiener Fußball, ganz andere Qualität, also es ist kein Heft, das ist ein Buch und das ist so wertig und so fundiert, parallel in der Internetseite dazu, das ist auch was Neues. Also ihr habt euch schon da in verschiedenen Richtungen Angebote, macht ihr, entwickelt euch.
Was braucht es, damit es den Ballesterer langfristig geben kann, damit es ein unabhängiges Magazin langfristig geben kann? Ja, also es ist so, dass das ist so, sozusagen noch eine Antwort, die ich jetzt noch von vorher auch schuldig bin. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, jetzt ist der Ballesterer auf Jahre abgesichert, sondern es ist weiterhin eine eher prekäre Situation. Es ist nicht mehr so dramatisch, wie sie vor einigen Jahren waren, aber uns treffen natürlich auch Probleme, die andere treffen, wie beispielsweise die Energiepreise, die sind beim Druck, machen sich extrem stark bemerkbar. Und wenn die Druckkosten steigen, dann ist das ein sehr wesentlicher Faktor für uns. Das ist aktuell auch wieder ein Problem. Ja. Was eigentlich das Wichtigste und Schönste wäre, das wäre eine ausreichend hohe Anzahl von Abonnements. Also wenn man das schafft, wenn wir es jetzt sozusagen noch einmal verdoppeln oder verdreifachen könnten, was jetzt schon wirklich sehr hochgegriffen ist, dann könnte man sagen, dann könnten wir die gleiche Qualität ohne wiederkehrende Existenzsorgen bieten. Oder natürlich auch, wenn man die Anzahl der Ballesterer-Supporters vervielfacht. Das ist ja quasi ein ähnliches, vom Finanziellen her ein ähnlich gelagert, weil halt regelmäßiges Einkommen daherkommt. Auch wenn das eine sozusagen ein Produkt ist, das gekauft ist, und das andere ist halt eine freiwillige Unterstützung. Die Schwierigkeit ist, was wir nie so ganz geschafft haben, was aber auch wahrscheinlich ein bisschen in der Natur des Ballesterers und seiner Macherinnen und Macher liegt, das ist, dass wir halt viele Anzeigen im Magazin haben. Das ist nicht wirklich der Fall. Das ist auch ein sehr schwieriges und ein bisschen ein unangenehmes Geschäft. Und da kommt auch dazu, dass wir halt Prinzipien haben, die das noch schwieriger machen. Das heißt im Wesentlichen, wir vermischen keine redaktionellen Inhalte mit Werbung oder auch getarnte, also als redaktionelle Inhalte getarnte Zuwendungen, wie das leider gerade in Österreich sehr weit verbreitet ist. Es gibt in Österreich gibt es sehr viele Gratiszeitungen oder quasi Gratiszeitungen, wo man kaum mehr mitkriegt, was ist jetzt eigentlich Werbung und was ist noch ein Artikel. Und sowas haben wir halt immer ganz strikt abgelehnt. Und ist einerseits eine ethische Frage, andererseits ist es tatsächlich so, dass wir das nie sehr gut gekonnt haben, Inserate verkaufen. Und deshalb ist für uns das Abonnenten- und Abonnentinnen-Standbein sehr wichtig. Also umso wichtiger, ein fantastisches Magazin kommt monatlich heraus. Ihr bekommt einen Eindruck über die Inhalte der bisherigen Ausgaben. Die könnt ihr auch im Einzelnen nachbestellen unter ballesterer.at. Und ansonsten, wer Qualität haben will, ein Qualitätsmagazin, abonniert den Ballesterer. Ein fantastisches Magazin mit einer fantastischen Arbeit. Ist wirklich kann davon nur schwärmen. Ganz besondere Arbeit, die dort die Journalistinnen und Journalisten leisten zu dir. Du hast gesagt, inhaltlich nimmst du dich ein bisschen raus, du hast in letzter Zeit nicht mehr so viel geschrieben, insbesondere familiäre Situation, Arbeit etc. Deine inhaltlichen Schwerpunkte, wenn man so ins Archiv schaut, waren ja das Thema Spielmanipulation, wo du dich sehr stark engagiert hast, mit Texten, auch an Diskussionsveranstaltungen teilgenommen hast, und auch der belgische Fußball. Die zwei, trifft das so zu oder habe ich da irgendwas vergessen? Das kann man, also es war auch noch ein bisschen bunter, aber ja, das man kann es schon so sagen. Wenn man jetzt die vergangenen 22 Jahre anschaut, welche besonderen Geschichten, welche besonderen Momente in der Ballesterer-Geschichte sind unvergessen und an welche erinnerst du dich vielleicht sogar gerne zurück?
Also am Anfang waren ganz sicher die Release-Partys sehr wichtig. Wir haben zu jeder neuen Ausgabe musste exzessiv gefeiert werden, auch deshalb, weil wir wirklich nie wussten, wie lang es den Ballester noch geben wird von Anfang an. Und die erste Ausgabe ist erschienen im März 2000 und die zweite im Herbst 2001, also 1,5 Jahre später, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ganz einfach, weil das halt schwierig war. Ne? Wir wollten auch nicht irgendwas machen, sondern wenn wir schon ein neues Fußballmagazin starten, auch wenn das am Anfang sicher sehr dilettantisch jetzt im Rückblick ausgesehen haben mag, wir wollten das halt einfach so gut wie möglich machen. Und ja, das sind eine kleine Handvoll Leute, die das sozusagen als Hobby macht. Genau, und das musste dann immer gefeiert werden. Und da gab es wirklich bei den ersten 7, 8, 9 Ausgaben gab es immer eine Party, in der Regel in Wien irgendwo, weil die meisten von uns, die mitgearbeitet haben, in Wien gelebt haben. Und ja, das war schon, das ist dann immer bis in die frühen Morgenstunden gegangen. Ich meine, ein anderer Punkt, was mir jetzt einfällt, ist, wir haben eine Ausgabe, oder ja, anders gesagt, es gab eben diese Zeit am Anfang, wo wir nie wussten, schaffen wir jetzt noch 1 oder 2 Ausgaben und dann müssen wir das alles abbrechen oder geht's doch weiter. Und da hat einer, der am Anfang noch sehr engagiert war, später nicht mehr so, der Robert Hummer, hat gesagt, wenn wir es bis zur Nummer 10 schaffen, also wenn wir es schaffen, 10 Ballesterer zu produzieren, dann machen wir ein Millwall-Special. Also über den FC Millwall. Und damals waren die wohl auch gerade in der zweiten Liga und ist vielleicht vielen eh bekannt, immer so ein bisschen ein schlechter Ruf, so Londoner Vorstadt und so weiter und immer wieder Probleme mit den Fans, irgendwie auch keine großen Erfolge, kein schillernder Club. Und dann hat der Robert Hummer eben gesagt, Nummer 10 muss ein Millwall-Special werden. Und dann haben wir eigentlich so zum Spaß ab ungefähr der 4. Ausgabe immer geschrieben, nur noch 6 Ausgaben bis zum großen Millwall-Special. Und dann sind wir irgendwann ein bisschen nervös geworden, weil es war uns klar, wir können nicht einfach kein Millwall-Special machen. Aber es gab natürlich auch kein Budget, um jemanden auf Recherchereise nach London zu schicken für ein Millwall-Special. Und es kannte uns ja auch niemand. Also sowas wie, dass man Interviewtermine kriegt und so, das war ja auch alles eher nicht so wahrscheinlich. Aber irgendwie haben wir das dann geschafft. Und ich finde auch im Nachhinein noch, dass das Millwall-Special Ausgabe Nummer 10, wahrscheinlich ungefähr 2004 oder so, dass das schon eine sehr gute Nummer war. Aber ja, es gäbe natürlich viel zu erzählen. Ja, über die Partys ganz sicherlich. Das sind sicherlich legendäre Geschichten, aber ich habe ein wenig nochmal geguckt im Archiv, was so besondere Interviews waren oder was auch von einzelnen Redakteuren so angesprochen worden. 2011 gab es ein Interview mit Hannes Kartnick, dem ehemaligen oder damaligen Sturmpräsidenten. Und der österreichische Fußball lebt ja so ein bisschen von solchen Erscheinungen wie ihn. Lieben euch solche Typen, weil sie eine Plattform bekommen, oder hassen sie euch, weil ihr auch immer mal kritische Positionen vertretet? Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich bin jetzt auch versucht zu sagen, vielleicht lebt der österreichische Fußball trotz solcher Figuren. Ich weiß es nicht. Ich meine, man muss auch sagen, es ist schon einiges ein bisschen seriöser geworden. Aber ich glaube, Hannes Kartnick, der schon angesprochen wird, der war ein legendärer
Sturm Graz Präsident ist dann aber nicht sehr überraschend im Gefängnis gelandet, weil er halt mit diversen auch illegalen Tricks halt die Budgets frisiert hat und so weiter. Ich glaube, der ist schon ein Typ, der tatsächlich gern mit uns gesprochen hat, weil er einfach ein bisschen verrückt ist und schon, also auch im positiven Sinne, also ich spreche da jetzt nicht, natürlich nicht die illegalen Machenschaften an, aber er ist ein verrückter Typ, der sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat und das wollte er erreichen und er und zwar mit allen Mitteln und der wollte es halt auch immer lustig haben. Ne? Und zugleich war er aber einer, der schon, also ich finde, man hat immer bei den Interviews gemerkt, dass der sogar ein bisschen was vom Fußball versteht. Und genau deswegen, glaube ich, hat das gar nicht schlecht funktioniert mit einem total konträren Typen, den er an Bord geholt hat, nämlich den leider vor wenigen Tagen verstorbenen Vica Osim, den legendären Trainer, der den Sturm auch in der quasi wirklich aus einem mittelmäßigen österreichischen Team eine ernsthafte Champions League Mannschaft gemacht hat. Und wenn man die beiden kennt oder sieht, dann würde man sagen, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Also Hannes Katnick und Ivica Osim, aber Katnick hat sich offensichtlich da einfach nicht eingemischt, weil er gewusst hat, er hat da einen, ja, man muss glaube ich sagen, einen Weltklasse-Trainer nach Graz geholt und den muss er einfach seine Arbeit machen lassen. Ja, aber ich würde sagen, so einer wie Katnick, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung, ob er den Ballesterer liebt oder lest. Ich vermute, dass er nicht die Ruhe hat, mehrseitige Artikel zu lesen. Aber ich glaube, dass er ihm trotzdem irgendwie gefällt, weil er weiß, dass das jetzt nicht so das Fußball-Establishment ist. Der Ballesterer hatte auch Texte, die aus meiner Sicht zumindest die Welt verändert haben. Und da spreche ich natürlich die Texte von Jakob Rosenberg und Georg Spitaler im Vorfeld des 110-jährigen Jubiläums vom SK Rapid an, wo es um den recht unkritischen Umgang von Rapid mit dem Finalspiel gegen Schalke 04 um die Deutsche Meisterschaft 1941 geht. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, diese Texte ja, waren historisch und damit hat der Ballesterer echt was in Bewegung gesetzt? Ich würde sagen, ein guter Text verändert immer die Welt ein bisschen, weil irgendjemand sich Gedanken macht und vielleicht auch einfach nur glücklich ist. Was du ansprichst, die Texte im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Geschichte von Rapid haben sicher etwas bewirkt in dem Club, also ganz, ganz klar. Und das ist sicher etwas, das einem schon Genugtuung verschafft. Und da muss man vielleicht schon auch sagen, dass in Ballesterer, das ist, glaube ich, eine der Stärken ist, einfach sind historische Texte. Da kann man jetzt vielleicht sagen, das ist kein Wunder bei einem österreichischen Magazin, weil die österreichischen Fußballerfolge sind eigentlich alle historisch. Die sind zum Teil schon an die 100 Jahre zurück, liegen an die 100 Jahre zurück. Aber zugleich ist es tatsächlich so, dass einige von den Leuten, die beim Ballesterer mitarbeiten und mitgearbeitet haben, wir haben tatsächlich sehr renommierte Historiker auch sind. Also du hast jetzt eh schon die beiden angesprochen, den Jakob Rosenberg und den Georg Spitaler, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob sie Politologen oder Historiker oder beides sind. Aber es gibt dann auch noch den David Forster, der schon vor ungefähr 15, 16 Jahren eine sehr interessante
Debatte vom Zaun gebrochen hat, die es auch in das deutsche Feuilleton geschafft hat, nämlich die Frage über die Identität von Matthias Schindler, der sozusagen der Jahrhundertspieler des österreichischen Nationalteams war. Und das ist aber in den Übergang zum Nationalsozialismus gefallen. Und da war Schindler wurde sozusagen hochstilisiert zur Anti-Nazi-Ikone des österreichischen Fußballs. Und später hat es dann unter anderem, also aufgrund seiner Recherchen, also David Forsters Recherchen, die er dann auch zuerst in Ballester veröffentlicht hat, hat sich halt herausgestellt, dass er ein arisiertes Kaffeehaus übernommen hat. Und das hat schon ziemlichen Aufruhr verursacht, und weil einfach ein nationaler Mythos total entzaubert worden ist. Und da gab es auch Gegenpositionen tatsächlich, also nicht, dass irgendwelche Nazis aufgetreten wären, aber dass halt andere historische Positionen sozusagen vertreten worden sind. Und das war, ja, das sind schon ganz interessante Dinge, die über den Ballesterer da immer wieder mal an die Öffentlichkeit gelangt sind und im Zusammenhang mit der Aufarbeitung einer dunklen Vergangenheit, glaube ich, schon wichtig waren und sind. Auf jeden Fall. Und da hat der Ballesterer einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Aber es gab auch ein paar Fehltritte. 2008 hat der Ballesterer eine CD mit Fußballliedern produziert. Wie kam es dazu? Ja, wie sich das genau ergeben hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich meine, wir haben natürlich schon immer, wie soll man es sagen, Wien ist eine Stadt, wo sich anders als in Deutschland konzentriert sich halt sehr viel in Wien. Das ist halt nicht nur die Sportjournalisten, die treffen sich dort, sondern es sind halt auch sehr viel von der, was Musikszene, Kultur allgemein betrifft, da lernt man sich halt kennen. Und es gab auch einmal einen, wie soll ich sagen, es gab halt im Vorfeld der Euro 2008, gab es halt die Idee, zusammenzuarbeiten mit diesem Independent-Label und mit auch den Schweizer Kollegen vom auch wunderbaren Magazin 12. Und dann gab es halt eine schweizerisch-österreichische Compilation. Du sagst, es war ein Fehltritt. Ich weiß es nicht. Also ich muss es mir wieder mal anhören. Es war auf jeden Fall was Besonderes und etwas Historisches. Die Debütnummer damals hat 300 Stück, also die erste Ausgabe. Hat eigentlich jemand alle Ausgaben? Ich glaube schon, aber ich bin ein ziemlich schlampiger Mensch und bin das jedenfalls nicht. Aber sie wird es irgendwo alle geben, nehme ich an. Auch die ja, ersten. Ja, die gibt es schon, aber ob es wirklich... Ja, ich nehme an, dass es sie im Büro auch gibt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass das, es war ja am Anfang eben so, dass wir das kopiert haben. Zwar schon, ich vermute mal, wir hatten damals noch, ja, vielleicht war es schon auf einem USB-Stick oder war noch eine Diskette. Und mit der sind wir dann in den Copyshop gegangen. Ob man die jetzt so ohne weiteres nachproduzieren könnte, wahrscheinlich schon. Aber bei den gedruckten wird es dann auch schon schwierig. Natürlich, alles kann man einfach bei einem Drucker ausdrucken. Aber der Druck von wenigen Dutzend oder 100 Magazinen ist sehr teuer pro Magazin. Insofern sind einige auch vergriffen, ja. Also die erste Ausgabe hatte 300 Exemplare. Wie ist so die aktuelle Auflage eigentlich? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist schon ein, weiß ich nicht, zumindest das 20-, 30-fache. Aber ich weiß es nicht genau.
Okay, ich habe auf jeden Fall mal gefunden, dass wohl zur EM 2008, eben den Zeitraum, wo diese CD produziert wurde, wo wir uns noch nicht ganz einig sind, ob das ein Fehltritt war oder nicht, dass da offensichtlich eine Rekordauflage von 40.000 Stück wohl damals gab. Da habt ihr eben diese Spezialausgabe gemacht, die du gerade beschrieben hast. Und dass das wohl damals ein Rekord war und dass das ja sehr gut ankam, diese Ja, aber das war nur wegen der CD. Alle wollten diese CD haben, glaube ich. Nein, aber man muss dazu sagen, es ist immer so, dass wir bei einer EM- oder WM-Ausgabe ungefähr das Doppelte produzieren. Das ist einfach tatsächlich so, dass die Leute dann mehr Fußballmagazine kaufen. Und das ist natürlich auch so, dass das irgendwie ein Thema ist, das praktisch jeden anspricht, der sich ein bisschen für Fußball interessiert. Also jeden, natürlich gibt es dann immer Ausnahmen, die sich gerade dafür nicht interessieren, aber die große Masse interessiert sich halt für eine WM-Ausgabe oder eine EM-Ausgabe, während ein Ballesterer zum Schwerpunkt Matthias Schindler natürlich nicht so massentauglich ist. Aber deshalb sind die EM- und WM-Ausgaben tatsächlich immer mit mindestens der doppelten Auflagenzahl. Und dass Schweiz und Österreich gemeinsam die Europameisterschaft ausgetragen haben, ich glaube für beide Länder zum ersten Mal, jedenfalls für Österreich, das hat schon einen ziemlichen Boom ausgelöst in Österreich. Und das Ja, das hat sich da schon niedergeschlagen, auch in der Auflage. Klaus, diejenigen HörerInnen, die heute den Podcast zum Anlass nehmen und sagen, ich möchte den Ballesterer unterstützen, was sollen sie machen? Naja, also erstens lesen, zweitens nach Möglichkeit abonnieren. Das kriege ich immer wieder mit, dass Leute denken an Abonnement, weil das billiger ist sozusagen als die einzelnen Ausgaben. Deswegen ist das gar nicht so gut, aber das stimmt nicht. Ein Abonnement ist sogar sehr gut für das Magazin, weil das einfach Planungssicherheit gibt und auch Liquidität. Also Abo kaufen ist natürlich super. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, im Ballesterer Supporters Club Mitglied zu sein und einen Beitrag von mindestens 12 Euro pro Monat zu leisten. Wenn jetzt jemand sagt, ich will das, ich habe viel zu viel Geld und ich möchte gerne den Ballesterer kaufen, tja, ich bin bereit, über meine Anteile zu verhandeln. Aber nur, wenn natürlich möglichst viel von dem Kapital dann auch im Ballesterer drinnen bleibt, weil für mich wie auch für die anderen geht es da tatsächlich nicht, ginge es nicht darum, Geld zu verdienen, auch wenn das möglicherweise möglich wäre, sozusagen. Aber das ist halt nicht das Interesse. Und ihr habt in diesem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal auch etwas Neues gemacht. Ihr habt gesagt, diejenigen, die euch mit Texten unterstützen wollen, also die schreiben wollen, die können so ein Kurs-Zusammenkunft Texte schreiben für den Ballesterer, können sich dafür bewerben und können euch dort auch mit Texten unterstützen. Wer kam auf diese Idee? Ja, auf diese Idee kamen die drei Leute, die fix in der Redaktion sind, sozusagen. Also wer konkret, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die drei Leute sind die Nicole Selmer, die übrigens in Hamburg, von Hamburg aus arbeitet, der Jakob Rosenberg und der Moritz Ablinger, die beide in Wien im Palestra-Büro arbeiten fix. Ja, die haben sich das irgendwie ausgeschnappt. Ich weiß, dass der Moritz Ablinger der Vortragende sein wird. Bei dieser Sache ist es so, der Ballester ist tatsächlich ein Ausbildungsverein. Und das ist schon so, dass es inzwischen einige Leute gibt, die halt so in ihren 20ern für den Ballesterer geschrieben haben und dann halt sozusagen in den, ja, beispielsweise beim
beim Standard, bei der österreichischen Tageszeitung Standard gelandet sind. Ich glaube, dass das auch unabhängig von dieser neuen Möglichkeit jetzt sozusagen ein Wochen- oder ein zweitägiges Seminar zu machen, dass das schon eine Stärke ist des Ballesterer und auch etwas, wo wir schon einiges, ja, ich würde es jetzt groß formulieren, der Gesellschaft geben, indem man halt bei uns die Möglichkeit hat, schreiben zu lernen, auch wenn man es am Anfang überhaupt nicht kann. Es gibt, glaube ich, kaum ein Medium, wo man so viel Feedback kriegt, wenn man einfach mal einen Artikel einschickt, wie das bei uns ist und wo man auch so gute Chancen hat, den tatsächlich auch zu veröffentlichen, wenn man es gemeinsam schafft, die nötige Qualität sozusagen bereitzustellen. Das heißt also, wer daran Interesse hat, ich glaube aktuell, im aktuellen Jahr ist die Frist abgelaufen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind für tolle Texte, für gute Inhalte, hat die Redaktion immer ein oder zwei offene Ohren und da freut man sich auch über Unterstützung und wer sich da eben so ein bisschen ranwagen will, ist vielleicht das Ballester ein ziemlich gutes Magazin. Hinzu gibt es dann auch so eine Groundhopping-Rubrik, wo sich die Redaktion auch über verschiedene optische Eindrücke von den wunderbaren Stadien in unserer Welt darüber gern freut. Klaus, letzte Frage, wenn wir in 5 Jahren wieder über den Ballesterer reden, wie wird unsere Stimmung sein? Weiterhin begeistert? Bist du sicher, dass wir in 5 Jahren weiterhin in unabhängiges, gewachsenes Fußballmagazin in Österreich mit dem Ballesterer haben? Naja, ich hoffe es halt. Also sicher bin ich mir nicht, das muss ich schon sagen, weil es halt einfach finanziell immer wieder schwierig ist. Und es ist auch so die Frage, wenn man, wie wir das gestartet haben vor über 20 Jahren, da ist es halt so, da waren praktisch nur ein paar junge Leute, die halt gemacht haben, was sie wollten und herausgekommen ist halt ein Ballesterer, der am Anfang wahrscheinlich nicht so besonders gut war, aber sich irgendwie abgehoben hat und dann halt auch immer besser geworden ist. Das ist halt jetzt auch schon ein bisschen anders. Ne? Also ich bin beispielsweise inzwischen 51 und mache diese Sachen, die ich noch mache, halt so neben meiner eigentlichen Job und der Familie. Und da kriege ich schon mit, dass es für jüngere Leute, also wenn jemand 20, 21 ist zum Beispiel, dass es da ein bisschen eine Schwellenangst oft gibt, man das Gefühl hat, da kann ich jetzt nicht einfach meinen Artikel hinschicken, kann man natürlich immer. Gleichzeitig stimmt es natürlich schon, auch wenn es bisher noch nichts gab, wie damals im Jahr 2000, dann kann man mehr oder weniger machen, was man will. Wenn man jetzt dazu kommt, hat man wahrscheinlich das Gefühl, ja, das sind ja sehr ausgefeilte journalistische Arbeiten, kann ich da überhaupt mithalten? Und da würde ich sagen, da ist es einfach immer gut, sich, wie man in Österreich sagt, sich nichts zu scheißen und es einfach zu probieren. So soll es sein. Klaus, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in den Ballesterer. Wir haben schon mehrfach gesagt, es ist auch wichtig, ballesterer.at. Alle Informationen gibt es dort. Klaus, ganz herzlichen Dank.